Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir das automatische Löschen unseren Thumbnail Cache deaktivieren können. Und in Windows hier, ja, was ich damit meine, ist genau das hier. Und zwar, wir kennen ja alle, wenn wir einen Ordner öffnen, hier ein Verzeichnis, wo viele Bilder und oder Videodateien drin sind. Das wird erstmal hier, dauert eine Weile, bis es geladen wird, beziehungsweise diese Vorschaubilder, ja, die werden erstmal ja berechnet und erstellt hier. Ja, genau so. Wenn wir jetzt einen Ordner haben mit ein paar Bilder, ist das vielleicht nicht so schlimm. Allerdings, wenn wir viele Bilder haben hier, ja, das sind jetzt ja auch nicht so sehr viele, aber ein paar mehr vielleicht, dann dauert das manchmal eine gefühlte halbe Ewigkeit, bis die ganzen Vorschaubilder hier erstellt werden. Diese Bilder, die werden zwar in eine Cache-Datei gespeichert, die wir hier finden können auf C Benutzer, also in unserer User-Verzeichnis hier, und zwar in den Application Data Ordner hier, der versteckt ist, genau, Local Microsoft Windows und hier Explorer, und hier ist dann, ja, wer ist dieser Cache hier für unsere Thumbnails Cache. Allerdings, ja, das hat den Sinn natürlich, dass wenn wir dann eben, ja, dieser Ordner hier mit den Bildern, mit den vielen Bildern irgendwann mal wieder öffnen, dass das nicht nochmal alles neu berechnet werden muss hier und erstellt, ja, diese Vorschaubilder. Allerdings, ja, wird dieser Ordner, dieser Cache, wird regelmäßig gelöscht, automatisch irgendwie von Windows, so dass wenn wir dann irgendwann den Ordner wieder öffnen, diese Vorschaubilder wieder neu erstellt werden müssen. Und das dauert und dauert und dauert, und bis es alles, ja, geladen wird. Und ich finde, das nervt ein bisschen und das muss nicht sein. Deswegen werden wir jetzt dieses automatisches Löschen von dieses ja, Thumbnail Cache einfach deaktivieren. Und zwar machen wir das in, müssen wir allerdings in den Registry hier, in den Windows Registry mit dem Registry Editor hier. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr euch hier sehr unsicher seid oder gar nicht so erfahren, hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Hier, ja, das ist ein mächtiges Tool hier. Man kann auch hier, wenn was falsch macht, kaputt machen. Man kann sich das System zerschießen sogar. Deswegen sehr, sehr vorsichtig hier mit umgehen. Wir können uns übrigens auch hier ein Backup, so eine Art hier erstellen. Wenn wir, vielleicht keine schlechte Idee, hier, wenn da was schief läuft, können wir das einfach mit einem Doppelklick sozusagen wieder herstellen. Jetzt arbeitet er irgendwie, okay, genau, so, wir wollen jetzt aber dieses, ja, automatisches Löschen deaktivieren, und dazu müssen wir hier einfach in den Registry zwei Werte ändern. Und zwar einmal hier unter Hotkey Local Machine Software Microsoft Windows, wo bist du? Na? Windows, genau. Und hier haben wir Current Version. Und hier unter Explorer war das, denke ich. Genau, hier Explorer. Und hier irgendwas mit Volume Caches. Zack. Und nun haben wir hier irgendwo unserem, genau, das ist das hier, Thumbnail Cache, ja. Einfach markieren hier. Und nun haben wir jetzt hier auf der rechten Seite, wir sehen hier Autorun. Das ist, der Wert ist hier 0. Das ist bei mir schon deaktiviert. Ja, normalerweise steht hier eine 1. Sieht so aus hier. Und genau, wir können das hier einfach doppelklicken hier und hier den Wert auf 0 ändern und mit OK bestätigen. Einmal das, ja.
Und dann müssen wir natürlich hier nochmal in den 64-Bit-Pfad hier, und zwar hier, ja, WoW 6432 Node, und sonst hier den gleichen Pfad, Microsoft Windows Current Version Volume, nee, das war Explorer jetzt hier irgendwie. Das ist Explorer Volume Cache und hier irgendwo den Thumbnail Cache. Genau, das ist das hier. Genau, hier steht der Wert auf 1 noch. Autorun, ja. Einfach doppelklicken. Hier eine 0 eintragen. Mit OK bestätigen. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, das wird jetzt nach einem. Ja, nach einem Neustart werden die Einstellungen hier übernommen und schon wird unser Thumbnail Cache da nicht mehr, ja, automatisch gelöscht. Allerdings müssen wir hier natürlich darauf achten bzw. daran denken, wenn wir vielleicht ab und zu mal unsere Datenträgerbereinigung hier, ja, dieses Disk Cleanup Tool hier von Windows. Wenn wir das ab und zu laufen lassen, müssen wir hier Miniaturen sichten, müsste der Haken weg hier, sonst wird der Cache da trotzdem gelöscht, ja, manuell von uns sozusagen. Oder wenn wir natürlich auch andere Tools wie CC Cleaner oder und so weiter, was alles gibt, laufen lassen ab und zu, um einfach ja ein bisschen mülllos zu werden, vielleicht die temporäre Dateien und so weiter, dann müssen wir hier darauf achten, dass der ja, Häkchen hier raus ist bei Miniaturansichten oder Thumbnails. Sonst wird der, also wenn wir nicht wollen, dass der Cache da gelöscht wird, trotzdem. Und das ist das eine. Und das andere, vielleicht nochmal, wenn wir jetzt hier irgendwie in unseren Tasks, genau, das ja, in unserer Task Schedule hier irgendwelche ja vordefinierte Tasks haben, ja, die regelmäßig hier laufen, genau, Aufgaben hier, Planung, Microsoft Windows, hier können wir noch mal nachschauen, wenn wir jetzt hier unter das Task Schedule hier, ich habe jetzt hier nichts, ja, das kann, oder Disk Cleanup, irgendwo haben wir was hier, das ist er, ja, genau. Hier, Silent Clean Up, ja, das bedeutet, dass es ab und zu im Hintergrund läuft. Das müssen wir natürlich deaktivieren, indem wir hier mit der rechten Maustaste und deaktivieren. Ansonsten wird der Cache da, wie gesagt, trotzdem gelöscht. Genau, das war es auch schon alles. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.